Yo, hey YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Episode unseres Pokémon Let's Go Evoli Let's Plays. In der letzten Episode haben wir erfolgreich den zappeligen Vogel Zapdos gefangen, unser Elektro-Chicken. Und in dieser Episode machen wir uns auf den Weg zu den Inseln, beziehungsweise, wie heißen die Dinger genau? Seeschauminseln? Irgendwie sowas. Ich habe gerade vergessen, wie sie genau heißen. Auf jeden Fall wollen wir uns in dieser Episode auf den Weg zum Eisvogel machen. Zum guten alten Arctos, unser Frozen Chicken in dem Sinne. Seeschauminseln, war doch richtig. Eine Kleinigkeit, die ich noch erwähnen wollte, bevor wir jetzt hier sofort weiterlaufen, ist, ich weiß, dass in der letzten Woche ein klein bisschen unregelmäßig die Uploads kamen. Es kam immer mal wieder zwischendurch welche, aber nicht consistent. Und das liegt ganz einfach daran, oder lag daran, weil Weihnachten war. Ich hoffe, ihr hattet alle ein super gutes Fest, schöne Weihnachtstage und so weiter. Jade, 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 ihr wisst, wie es läuft. Aber nichtsdestotrotz muss ich dazu halt sagen, es war Weihnachten, Vorbereitungszeit und Weihnachten selber. Demnach war ich da auf YouTube nicht allzu aktiv. Aber ja, jetzt sind wir wieder back. Jetzt kommt eigentlich nur noch Neujahrs und alles bis zu Neujahrs hin wird auf jeden Fall wieder Daily Uploads sein. So wie immer halt. Aber es scheint so, als wenn wir hier auf dem Weg zu Arctos noch einige Trainer zu erledigen haben. Und die Kollegen sind hier auch Level 45, Mann. Zumindest der Ast-Trainer hier. Aha. Oh wow, es überlebt ganz knapp. Damn. Und es hat auch Erdbeben. Ich dachte, wir können es okauen. Und uns diesen Schaden hier ersparen, aber scheint nicht so. Ja, Erdbeben. Das Problem wird sein, wir werden Rizos wahrscheinlich eh nicht allzu viel trainieren können, weil jetzt hier die ganzen Trainer auch sehr wahrscheinlich Wasser-Pokémon haben werden. Wenn immerhin schwimmen sie alle hier im Wasser. Die meisten Trainer, die das machen, haben halt Wasser-Pokémon dabei. Weiterkämpfen. Ich glaube zwar, dass das eine Kampfattacke haben könnte, die uns finisht, aber ich glaube auch, dass wir mit Feuerschlag sehr viel Schaden machen können. Yep, da ist die Kampfattacke, Kraftkoloss und Rizeros geht down. Gut, dass wir keine Nuzlocke spielen, ich kann es nur immer wieder sagen. Ich riskiere zu viel, aber ich riskiere auch nur so viel, weil es halt keine Nuzlocke ist. Das habe ich auch schon 50 Mal gesagt. Taubos. Definitiv. Könnte auch Sheila wechseln, ihn verbrennen, aber er ist immer noch sehr effektiv auf uns. Obwohl er eh schon minus 1 ist, aber was soll's. Luftschnitt, auf geht's, ab geht's, weg mit dir. Weg mit dir, Pinsir. Wow, wir haben geokot. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte eigentlich, dass Pinsir so ein bisschen was mehr aushält. 56 unser Raichu, nice. Gut, dann werden wir jetzt mal hingehen und erstmal kurz unser Rizoros heilen. Medizintasche, da haben wir sie ja. Immer wenn man das Spiel für ein paar Tage nicht spielt, muss man erstmal wieder darüber nachdenken, was man genau machen muss, um überhaupt in die Menüs zu kommen. Weil das Spiel so anders aufgebaut ist vom System her, als alle anderen Pokémon-Spiele. Ich suche jedes Mal nach den Heal-Items und so weiter und so fort. So, der Typ, der scheint generell nicht kämpfen zu wollen, solange wir keinen Tentacool haben. Master-Trainer, der da aufgeploppt ist. Aber gut zu wissen, dass der hier unten schon mal steht. Generell müsste es ja theoretisch Master-Trainer für 150 Pokémon oder sogar mehr in der ganzen Region geben. Ich meine, ich weiß nicht, ob man irgendwie Mewtwo oder so als Master-Trainer noch irgendwo findet. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil Mewtwo halt... Verwechsel ich jetzt? Hat er irgendwas Wassermäßiges, das mir Schaden macht? Oder wird er jetzt mit Hornbohrer oder sowas hemgehen? Gute Frage. Ich swap mal nach Raichu, aber ich hoffe mal, dass er jetzt nicht irgendwie was mega OP-mäßiges spammt, was keine Wasserattacke ist. Irgendwie erwarte ich ja sowas wie Hydropumpe, wenn es hochkommt. Oder Kaskade, ja. Okay. Ja, aber was ich sagen wollte, ich erwarte nicht, dass es irgendwie einen Mewtwo-Trainer gibt, weil Mewtwo ja einzigartig ist in dem Sinne. Aber alles andere kann ich mir schon ganz gut vorstellen. Wir haben ja auch schon Zapdos gesehen und so weiter, von daher... Nur die Frage ist die, ich kenne die ganze Kanto-Map und so riesig ist die Kanto-Map jetzt auch nicht. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wo sie 150 verschiedene Trainer hinstellen sollten. Weil wenn wir mal ganz ehrlich sind, es sind 150 Pokémon, aber auf jeder Route im Spiel sind ungefähr so 3, 4, 5 Pokémon. Und teilweise natürlich auch doppelt. Aber wir werden wahrscheinlich nicht auf jeder Route ein, zwei Trainer haben, oder etwa doch? Und wenn das doch der Fall sein sollte, muss ich die ganze Map halt früher, später nochmal abrennen, falls ich mich überhaupt mit denen anlegen möchte.
Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich das überhaupt machen will, ehrlich gesagt. Das wirkt sehr aufwendig auf mich, für nichts und wieder nichts. Wir bekommen nur diesen Titel dafür. Und der Titel ist halt legit nichts wert, Mann. Weil da oben fliegt ein Tauboss. Ja, aber scheint doch so zu sein, dass auf einer Route mehrere davon sind. Wir haben hier direkt Tentacool und da drüben ist War Turtle, also Shellock. Da, 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 da. Oba, da. Die hätte man definitiv vor der Top 4 nochmal grinden können. Man hätte auch definitiv, ihr habt es mich ja in den Comments wissen lassen, vor der Top 4 alle legendären Vögel fangen können, genau. Und, ja, man hätte definitiv, nachdem man Blaine besiegt hat, also Pyro, hier lang surfen können, hätte sich hier die XP geholt und hätte sich Arctos fangen können, bevor man zu Giovanni gegangen wäre. Weil die Level der Pokémon hier mit 40 bis 45 ist genau der Levelbereich, den man vor Giovanni braucht eigentlich. Weil Giovanni selbst hat auch 45, 46 oder so, weil ich mich erinnern kann. Von daher. Level 50 Rizeros. Sweet, jetzt haben wir endlich unseren kompletten Main Squad über 50. Nicht, dass es irgendwie wichtig wäre, wenn wir ganz ehrlich sind, aber es ist trotzdem nice to have. Hier unten ist nichts mehr so weit so gut. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier die ganzen Trainer alle machen, schaffen wir es gar nicht mehr, bis zu Arctos durchzukommen. Abhängig davon, wie groß und aufwendig Arctos Höhle natürlich ist. Da, na, na, na. Da, na. Ruckzuckhieb. Da will es aber jemand wissen mit seinen 4 Damage. 4 Damage mit einem Crit. Okay, relax, Blitzer. Auszeit. Stopp, stopp, stopp. Ich finde das so cool, dass man die Schatten der Pokémon sehen kann, die eine Ebene über dir fliegen. Wenn wir jetzt ein Flug-Pokémon dabei hätten, eins, auf dem wir fliegen können, wie unser Aerodactyl zum Beispiel, könnten wir eigentlich über die ganze Route drüber fliegen und die Route von oben sehen, was eine ziemlich geile Sache ist. Möchte ich auf jeden Fall noch ausprobieren, das Feature, weil da oben in der oberen Schicht fliegen stärkere und seltenere Pokémon. Ich habe schon gesehen, dass da oben Tauboss fliegen kann, Gluraks, Dragorans. Natürlich auch alles andere an restlichem Rotz wie Ibitak zum Beispiel. Was wir hier gerade rein zufällig als Gegner haben. Was haben wir noch da oben? Ja, und ich habe auch schon gesehen, dass genau da oben halt auch einige der legendären Vögel nochmal auftauchen können. Zapdos und so weiter. Aber die haben wohl eine sehr, sehr, sehr geringe Spawnrate. Wie gering die Spawnrate wirklich ist, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie ungefähr so hoch sein wird wie von den Rare Spawns auf den Routen. Weil ganz so selten können sie die auch nicht machen. Damn, die ganzen Vogel-Pokémon hier gerade mit ihren Kampf-Moves, Mann. Weg mit euch. Macht den Abgang. Ey, 53 Garados. Und noch ein Tauboss. Okay, aber Tauboss wird keinen Kampfmove haben, oder? Kraftkoloss vielleicht. Irgendwie sowas. Ah, Luftschnitt, okay. Ah, es crittet auch noch. Und deswegen sind wir jetzt hier... Ah, nevermind, wir haben es besiegt. Okay, ich wollte gerade sagen. Wir sind gerade im roten Bereich gelandet und gehen jetzt Gefahr, gekillt zu werden, falls wir nicht one-shotten. 57 Tauboss. Ich verstehe nicht, warum wir nicht auf unserem Tauboss fliegen können. Warum muss es Dragoran, Glurak oder Aerodactyl sein? Warum kann ich nicht auf Tauboss fliegen? Tauboss ist ein riesiger Vogel und der lernt auch fliegen in den Originalspielen. Ich verstehe das nicht. Weil wenn ich nämlich Tauboss als Gefährten setze... Und fliegt es mir nur hinterher, seht ihr? Und da oben fliegt gerade ein Dings rum. Okay. Naja, aber...
Dann hole ich mal... Oh, ich habe Raichu, glaube ich, noch gar nicht hinter uns herlaufen lassen. Das ist ja cool. Ja, okay, Raichu bleibt jetzt erstmal eine Zeit lang unser Kumpel. Ich wollte gerade sagen, dann hole ich erstmal wieder Rizoros raus, damit wir weiter reiten können. Aber Raichu ist so dope. Ich lasse Raichu jetzt erstmal unseren Kumpel. Den haben wir nämlich die ganze Zeit noch nicht rausgeholt, während wir es haben. Von daher kann es uns jetzt erstmal ein bisschen begleiten und dabei cool aussehen. Ich die ganze Zeit eigentlich sage oder gesagt habe, dass Rizoros nicht so optimal hierfür ist, aber ich trotzdem die ganze Zeit mit Rizoros leade, damit er mehr XP kriegt und so weiter. Außerdem ist ja nur die Hälfte hier von Wasserkämpfe. Und zwar nur die Typen, die im Wasser selbst sind, also die Schwimmer selbst. Der ganze Rest hat ja normale Pokémon. Wir haben Picknicker schon gesehen, so einen Vogeltypen und wir werden verbrannt. Ey. Sieh der Wasser halt. Okay, aber wir greifen Special an mit Donnerblitz. Geht nicht über Donnerschlag. Weiß-Dami. Ich glaube, wir haben es aber auch nur outspeedet, weil wir so viele Level da drüber sind. Und wir heilen uns. Sehr schön. Gut. Kingla könnte gefährlich werden. Wenn es uns mit einer harten Attacke trifft, dann macht sie eine Menge Damage. Aber wir outspeeden und wir sollten one-shotten. Stamis Verteidigung oder Special-Verteidigung sollte besser sein als die von Kingla, wenn ich mich nicht täusche. Von daher überlebt das Kingla auf keinen Fall. Aber ich finde es geil, wie Kingla in dem Game hier aussieht. Normalerweise sind Krabby und Kingla immer so richtig underrated Pokémon, so richtig lame. Genauso wie Tentoxa, also Tentacool und Cruel in dem Sinne. Aber ich habe eben die ganze Tentacool gesagt, dabei ist die Entwicklung ja Tentacruel. Ganz vergessen. Naja. Aber die ganzen Pokémon machen einen viel mächtigeren, viel größeren und viel kampfbereiteren Eindruck auf einen, weil sie halt in Full HD richtig dargestellt sind. Als Sprite hatten die natürlich ihren ganz eigenen Charme, aber sahen definitiv auch langweiliger aus, wenn ihr mich fragt. Carpador? Ist ja sonst noch irgendwas? Ein paar Pokémon, hier ist noch eine Schwimmerin. Und dann haben wir hier auch schon unsere Insel. Mehr oder weniger. Schönheit Veronika. Mann, ihr könnt mir nicht sagen, dass Game Freak beim Erstellen der Videospiele nur an Kinder denkt. Ich meine, guckt euch den Sprite von der weiblichen Trainerin an. Und die ganzen Wortspiele, die es überall mal wieder im Spiel gab, die sehr, sehr, sehr aufwendig auf andere Dinge stoßen. Surfer, oh Gott, ich hoffe, das überleben wir. Wir waren schon weak vorher. Ah, okay, den stecken wir locker weg. Aber ich muss jetzt heilen, weil wenn ich jetzt angreife, gehe ich davon aus, dass Lamus nicht down geht. Weil Lamus ja schon ziemlich fett ist, ziemlich tanky. Aber wie schon gesagt, manche Anspielungen und manche Trainer-Sprites sind echt fragwürdig für Kinderspiele. Sagen wir besser so. Okay, wir schlafen nächste Runde ein, gucken, ob wir one-shotten können. Let's go, Raichu! Okay, wir hätten gar nicht hierhin brauchen. Wir können einfach one-shotten. Alles klar. Schlafen wir trotzdem noch ein, oder? Nope, never mind. Okay, gut. Wollte gerade sagen, wenn wir trotzdem noch eingepennt wären, wäre es nervig gewesen. Ah, hier ist auch die Ausdossmeisterin. Na, ich meine, ja gut. Da drüben haben wir die Turtok-Meisterin. Und das Interessante ist auch, was mir gerade auffällt, dadurch, dass ich jetzt hier lang geschwommen bin. Man kommt von der anderen Seite, glaube ich, gar... Da ist Tentacool, beziehungsweise halt Tentacha, als Meister. Man kommt von der anderen Seite, glaube ich, gar nicht hier runter, weil es hier zu ist. Es sei denn, man kann von hinten irgendwie in die Höhlen rein. Das heißt, das sind eigentlich zwei ganz verschiedene Routen. Das heißt aber auch, dass wir da drüben auch das ganze Training unter Koga City sozusagen, hab gerade vergessen, wie die Stadt heißt, das ganze Training nicht mitgenommen haben. Hätten wir echt die ganzen Trainer hier und da oben noch mitgenommen, dann hätten wir locker in der Elite 4, beziehungsweise Top 4 heißt sie ja, hätten wir locker in der Elite 4 die Level 60 erreicht. Aber macht nichts. So wie wir es gemacht haben, war es definitiv einiges spannender. Weil wir nicht overleveled waren, as fuck. Die Gegner waren stark, aber trotzdem nicht allzu schwer zu besiegen. Ah, okay, du überlebst. Fuchtler. Cleverer Move auf ein Gesteins-Pokémon, muss ich dir lassen. Generell ein super guter Move, wenn du Knogger hast.
ein Knorga, was vor allen Dingen auch effektive Moves hätte lernen können. Die Gute hat keine Ahnung, was sie da tut. 100 pro. Duflor, okay, wir wechseln. Taubos, komm mal raus hier. Normalerweise wollte ich jetzt gerade Sheila rausschicken. Aber Taubos wird es schon regeln, hoffe ich. Okay, und Luftschnitt. Weg damit. Knuddelluff. Ich bleib mal draußen. Ich habe immer noch keinen guten Switch-In gegen Fairy-Types. Und ich habe auch keine wirklichen Kampf-Moves im Team, die mir gerade irgendwie extrem helfen würden. Und ich sage auch gerade nur Kampf-Move, weil es eigentlich auch ein Normal-Pokémon ist. Kampf ist auf Fairy logischerweise nicht effektiv, das heißt, das Shed wäre nur neutral, wenn es hochkommt. Ich weiß nicht. Generell finde ich Fairies, wenn man keinen Stahltypen hat, ziemlich schwer zu countern. Seeschauinseln, hä? Dann wollen wir doch mal. Knock, knock. Bam, bam, bam. Oh, hier drin ist die Dingsmeisterin, Europe-Meisterin. Oh, da war ein wildes Europe. Ich habe gar nicht drauf geachtet, weil ich auf die Meisterin geguckt habe. Oh, shit. Osana. Wir werden hier einige neue Pokémon wieder kriegen. Europe ist hier hundertprozentig. Und Yugong wahrscheinlich als Rare-Encounter auch. Osana, wie wir gerade sehen. In die andere Richtung geworfen, Spiel, aber ist okay. Ich habe schon wieder nach rechts geworfen, Spiel, aber ist okay. Ich habe nach rechts geworfen mit dem Joy-Con-Spiel, aber ist okay. Danke, Spiel. Also nach rechts zu werfen ist echt eine Tragödie, Mann. Aber immerhin ist es im ersten Ball, der getroffen hat, drin geblieben. Und hält den Joy-Con gerade, klickt auf Fangen, genauso wie es im Tutorial erklärt wird, schleudert den Joy-Con nach rechts und der wirft nach links, Mann. Eine Sache, die ich nie raffen werde. Entweder ich mache es absolut falsch und habe es einfach noch nicht gerafft, wie man es richtig macht. Oder das System ist so ein bisschen verschissen, sind wir mal ganz ehrlich. Lockparfüm. Ah ja, hier drin war auch ein Stärkerätsel, wenn ich mich nicht täusche. Super. Pff. Geh mal weg. Die sind echt überall, Mann. Ein Eisstein. Okay. Noch eine Möglichkeit, Vulpix zu entwickeln. Bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, bam. Okay, hier unten sieht's eigentlich echt geil aus, Mann. Und diese ganzen Glitzereffekte durch die Kälte und so. Muss ja schon sagen. Hyperbälle. I take it. Oh, hier ist der Dingsmeister. Alles klar. Ja, okay, jetzt sehen wir so viele Meister überall im Spiel verteilt. Oh shit, wir werden sofort mitgerissen, wenn wir hier runterschwimmen. Das wusste ich ja jetzt wirklich nicht. Wohin bringt uns das denn gerade? Oh, Sheila, alles ist easy. Ein Item. Eine Riesenperle. Und da ist auch Muschas. Komm mal her. Instant encountered. Stimmt, kann man hier auch Austausch finden als Rare Encounter. Yes! Der Battle Background ist auch cool hier. Die Eishöhle. Ich habe keine Ahnung, wo zur Hölle ich gerade gelandet bin übrigens. Vielleicht hätte ich nicht sofort da unten lang surfen sollen. Wir sind ja mehr oder weniger einfach hier lang katapultiert worden. Oh, hier ist ein Muschas ohne Ende anscheinend. Okay, okay. So Sachen machen mich immer nervös, weil... Fleckmann. Meine OCD sagt mir immer, erkunde alles, erkunde bloß alles. Und am Ende des Tages kann ich halt doch nicht alles erkunden, wenn ich irgendwo lang gezwungen werde. Wow, wie lange das dauert, bis es wieder treffbar ist. Ich dachte, ich könnte locker werfen, bis dann ist es wieder ready, aber von wegen. Ey. Heute bleiben sie alle im ersten Ball drin. Dafür werden wir gepunished, sobald wir Arktos sehen. 100 pro Mann.
Vorsicht, starke Strömung. Das hätte ich früher wissen müssen. Ey, dich haben wir auch noch nicht. Einfach fabelhaft. Let's go. Alle beim ersten Ball. Easy. Gott sei Dank. Es wäre so nervig, wenn die Herle ausbrechen würden und unterbrochen. Das wird mir echt die Nerven rauben gerade. Hier ist ein... Arktos-Meister, okay. Und hier ist natürlich dann auch logischerweise... Wenn ich jetzt hier reinspringe, werde ich sofort wieder hochgedrückt, richtig? Mehr oder weniger, ja. Ich versuch's nochmal und dann direkt nach links zu schwimmen. Na, man hat keine Chance, okay. Weißt du nicht, wo die Strömung herkommt, weil da direkt ein Stein ist sozusagen, aber was soll's. Eine andere Sache, die mich ganz kurz interessieren würde, bevor wir da jetzt weitergehen, ist, wenn ich hier lang gehe, komme ich wieder raus, oder? Das ist auf jeden Fall ein Item. Ein super Schutz, okay. Sollte hier nicht irgendwo ein Ausgang jetzt sein? Slowpoke. Okay, also egal was wir machen, wir kommen hier nicht weiter. Wir müssen da lang schwimmen. Uns bleibt gar nichts anderes über. Wir werden da automatisch runtergezogen. Das heißt, da oben, das können wir später erst erkunden, nachdem wir hingegangen sind und, oh, hier geht's auch noch weiter. Nice. Tipp, die Strömung lässt sich vielleicht mit Hilfe von Blöcken umlenken. Danke für diesen Tipp. Was ich jetzt sagen wollte, ist, ja, wir müssen da später erst hin. Oder können da später erst hin, wenn überhaupt. Die Strömung forst uns immer darunter. Das heißt, wir haben noch nichts verpasst. OCD befriedigt für jetzt. Bis wir die Chance haben, da später hinzukommen, logischerweise. Ah, da fängt die Strömung mehr oder weniger auch an. Hey, kleiner Freund. Hier sind die Blöcke, okay. X-Tempo, Trash. Wollt ihr da eigentlich noch nicht lang? Warte, lass mich erst mal kurz hier zurückgehen. Ich will erst mal ganz kurz noch gucken, was da rechts... Okay, wir werden links davon runtergeportet. Alles klar, danke Spiel. Ich begreife, weil man da unten nicht vorgehen kann, deswegen. Gut, was haben wir hier jetzt noch? Noch eine Strömung. Die Strömung würde uns mit runterziehen und dann wieder dahin zurückziehen, wo wir waren. Okay, das heißt, wir sind jetzt schon auf der anderen Seite davon. Okay, nice. Überblick behalten und so. So, den können wir hier runterschieben. Und tschüss. Frage ist nur, wie und wann springe ich hinterher? Oh, hier haben wir ein Dings. Ein Yugong. Leider keinen guten Wurf getroffen. Komm her. Komm zu mir. Yes. Unser Pokédex macht echt Fortschritte. Das ist richtig nice, Mann. Ich finde es immer so geil, in neue Gebiete reinzugehen und dann da 5, 6, 7 Encounter zu fangen. Ey, Rizeros. Sehr schön. So, jetzt ist die große Frage. Kann ich hier mir so einen hier ausleihen? Mach mal einen Abgang. Ich kann ihn auch hier runterschieben. Macht eigentlich keinen Unterschied.
Wollt mir nur nicht den eigenen Weg zu bauen. Okay. Das waren mehr oder weniger beide. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich hinterher springe. Aber bevor ich das mache, möchte ich ja auch nochmal hier lang gehen. Oh, Rosanna-Alarm. Ein Item, okay. Eisstrahl, let's go! Das Mädchen auf dem Shopping Center hat uns das ja nicht gegeben, aber jetzt haben wir es. Boy, but damn. Damn, boy! Hier sind zwei Leitern. Welche nehmen wir zuerst? Damn, sind hier viele Pokémon gerade. Welche nehmen wir zuerst? Ich würde sagen, wir nehmen zuerst die hier oben. Obwohl ich das Gefühl habe, dass die hier weiter reinführt, während die andere zurückführt. Bam, 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 badam. Hier ist noch ein Item. Holy shit, hier sind so viele Wege, Mann. Superschutz. Da ist noch ein Weg weiter nach oben. Hier können wir nur runterspringen. Weiß nicht, ob wir das sollten. Da ist die Meisterin für Dings. Hier geht's weiter runter. Damn, hier sind so viele Wege. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, wie das hier im Originalspiel aufgebaut war, weil man so selten hier war. Man hat hier immer nur einmal alles erkundet und dann Arktos gefangen und sich nie wieder hier blicken lassen. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe null Plan, wie das hier damals aussah. Hier kann man auch runterspringen. Ich wette, man muss einfach nur in einem ganz bestimmten Ort runterspringen. Oder man muss eine Stelle finden, wo man einen anderen Stein hingeschoben hat und den noch weiter runterschieben, damit er ins Wasser fällt. Eins von beiden. Irgendwie so wird es halt sein. Vor allen Dingen, der andere Weg hinten hat auch noch eine zweite Leiter, die ich noch nicht gelaufen bin. Hier ist ein Trainer-Coach. Ein Eisheiler. Ironie des Schicksals, ne? Hier ist eine Trainerin. Was geht denn hier ab? Jetzt habe ich das Gefühl, wieder komplett am Anfang zu sein. Einfach nur aufgrund der Tatsache, weil hier wieder Trainer sind. Naja, egal. Ah, hier ist der zweite Ausgang. Okay, wenn ich jetzt hier rausgehe, sind die Dinger wieder resettet? Ne, ich glaube nicht. Ich wollte nämlich mal ganz kurz hier gucken, was die zu sagen hat. Ah, sie heilt uns. Ey, nice. Seeschauminseln. Also kommt man hier doch lang, wenn man von Koga aus runterschwimmt. Wenn man aber durch die Seeschauminseln selber geht. Das heißt, man kann theoretisch Arktos auch schon vor Pyro, also Blaine, fangen. Damn. Das war mir nie bewusst, als ich Pokémon als Kind gespielt habe. Cool eigentlich. Wobei Arktos einem nicht wirklich geholfen hätte gegen seine Feuer-Pokémon. Das heißt auch theoretisch, dass Arktos eins der ersten Pokémon ist, was man fangen kann. Von den legendären. Ich dachte mal, Lavados wäre das erste, aber nee, eigentlich ist es Arktos. Zusammen mit Zapdos. Weil man nach Surfer sofort dahin kann. Ey, ausgewischen, sehr schön. Und jetzt Erdbeben, weg damit. Ah, er hat Blitzer, Aquana und Flamara. Okay. Raichu, komm mal raus hier. Aquana, das überlassen wir Raichu. Bananana. Jut und Donnerblitz. Ja, Aquana überlebt, logischerweise. Hat gute Stats dank Trainer-Coach und es ist bulky von Haus aus. Boah, es macht doch gut Schaden, ey. So, und jetzt letzte Pokémon, Flamara. Yep. Yup. Rizeros, komm mal raus hier. Gegen Flamara kommen wir mit Rizeros easy klar. Eigentlich sollte Gyarados unser Feuer-Counter sein, aber sind wir mal ganz ehrlich, Gyarados ist ein Monster an sich und Rizeros braucht das Training.
Erdbeben. Wow, Flammenblitz. Warum tust du dir selbst so einen Schwachsinn an? Naja, gut. Trainercoach. Ich frage mich, warum die überhaupt noch gegen einen kämpfen wollen, nachdem man die Top 4 besiegt hat und Champion ist. So viel Coaching kann ich ja gar nicht mehr nötig haben. Fluchtseil. Wer bist du denn? Beutelkontrolle. Hast du auch ausreichend Pokébälle bei dir? Sieht gut aus. Kontrolle bestanden. Sweet. Meisterin. Bam, 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 bam. Boop. Okay, Nummer 4. Ja, der ist daneben gelandet, sag ich doch. Und jetzt ist er ganz unten. Und nochmal 5 Superbälle, okay. Das sollten wir aber fast alle haben. Jetzt können wir theoretisch eigentlich auch in die Löcher runterspringen und sollten eigentlich klarkommen. Also man könnte wortwörtlich jetzt eigentlich in eins der Löcher springen, wenn man alle Steine betätigt hat oder verschoben hat. Das sollte klar gehen. Anstatt jetzt außen rum zu laufen. Aber der Grund, warum ich außen rum laufe, ist, weil ich was doppelchecken möchte. Okay. Nevermind, hier sind wir falsch. Ich habe gerade kurz die Orientierung verloren. Bam, 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 badam, bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam. So, den hier müssen wir nämlich noch runterschieben. Der ist nämlich auch nur eine Etage tiefer gelandet, wie wir wissen. Und jetzt sollte der auch ganz unten sein. Bin mir nicht ganz sicher mit der Aussage, aber ich glaube, das werden wir jetzt feststellen, sobald wir hier runterklettern. Nope, er ist immer noch nicht ganz unten. Seht ihr, das ist das, was ich meinte. Wir müssen nicht nur die Dinger einmal runterschmeißen, sondern wir müssen sie halt auch noch ganz unten bis ins Wasser befördern. Und um das wirklich hinzubekommen, haben wir das Problem, dass wir die halt über mehrere Stockwerke runterbringen müssen. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hin? Das war das, wo ich eben war, richtig? Wo ich gesagt habe, ich habe mich verlaufen. Aber ich wollte die ganze Zeit schon mal gucken, was hier noch ist. Weil hier waren wir noch nicht, soweit ich weiß. Achso, hier ist nur die Trainerin, okay. Die Meisterin. Okay, cool. Gut, dann müssen wir nämlich jetzt wieder zurücklaufen, wieder hier hochlaufen. Ich glaube, ich mache das total verwirrend. Ich habe in meinem Kopf meine eigene Strategie dafür ausgelegt. Aber ich glaube, alle Leute, die gerade zuschauen und sich denken, ey Gimp, was machst du da? Ich mache das, glaube ich, für alle Zuschauer total verwirrend. In einer total durcheinandergeschmissenen... Oh, hier bin ich falsch. In einer total durcheinandergeschmissenen Reihenfolge. Ich merke mir ehrlich gesagt die Wege auch nicht wirklich. Ich merke mir nur, wo die Ausgangspositionen sind. Und das kann für den einen oder anderen wahrscheinlich ziemlich verwirrend sein. Weil die meisten das hier mit einer Strategie wahrscheinlich machen. Ja, jetzt sind wir nämlich hier. Tada! So, den anderen müssen wir aber auch noch runterkicken. Den da drüben. Wie wir da hinkommen, habe ich aber ehrlich gesagt vergessen. Ja, dann suchen wir jetzt mal die Leiter, die da hinführt. Das kann ein bisschen was dauern, Leute. Ich habe mir, wie gesagt, die Wege nicht gemerkt. Feels Batman. Feels fucking Batman. Woo! Rare Encounter. Komm her, Dicker. Da fehlt uns jetzt nur noch Austos. Falls wir den hier überhaupt fangen sollten. Schade. Ganz ruhig, alles ist gut. Einfach fabelhaft, bleib einfach in meinem fabelhaften Ball. Easy peasy, komm schon. Amos, bitte. Mach keinen Stress.
Vielleicht läuft es weg, wenn es so weitergeht. Das ist nicht geil. Yes, sehr schön. Dicker Pokédex-Eintrag. Weil wie lange wir jetzt schon hier rumgelaufen sind und keinen Rare-Encounter hatten in dem Sinne. Das hätte ja auch was anderes sein können. Bam, badadadam. Bam, bam, bam. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier runter und wenn ich dann hier unten bin... Das führt nur zu der Meistertrainerin, das habe ich mir jetzt ausnahmsweise mal gemerkt. Kann ich hier runter gehen und vielleicht auf der anderen Seite wieder hochgehen. Das könnte natürlich möglich sein. Hier geht es auf jeden Fall noch weiter runter, okay. Ich kann ja mal hier hinterher springen, mal gucken, was dann passiert. Land im Wasser. Aber ich kann jetzt hier surfen. Oh, das ist das Pokémon, was wir eben gesucht haben. Aber ich kann jetzt hier surfen. Der Weg ist dicht. Vielleicht braucht man auch gar nicht alle Klötze runterschmeißen, um da hinzukommen, wo wir hinwollen. Oder um generell alles zu erkunden, kann sein, dass man nicht alle Bälle sage ich schon, weil ich gerade Bälle werfe. Dass man nicht alle Klötze, Steinklötze runterwerfen muss. Was würde mich natürlich trotzdem interessieren, wie man da hinkommt und was das bringt, die alle runterzuschmeißen. Werden wir aber noch feststellen. So, jetzt sollten wir aber fast alles hier drin gefangen haben, was es hier gibt. An Pokémon und so weiter und so fort. Bis auf den da. Und zu dem wollten wir die ganze Zeit schon. God damn. Okay, aber wie immer speichern wir unser Spiel vorher, weil ich keinen Bock habe, nochmal hier den ganzen Weg hinzurennen und 50 Millionen Bälle zu chucken, falls wir ihn nicht fangen. Ach, Arktos ist schon so geil, ne? Arktos ist von allen Vogel-Pokémon, zumindest von den legendären Vogel-Pokémon, sage ich besser mal so, mein Favorit der drei. Die Cutscenes sind einfach so geil gemacht, Mann. Arktos erscheint. Mehrere Statuswerte von Arktos wurden erhöht. Okay. Ich weiß, es ist dumm, mit Rizeros drin zu bleiben, aber ich will sehen, was Steinhagel für einen Schaden macht. Reflektor, hä? Physische Attacken. Hälfte. Okay, okay, okay. Wenn es jetzt kein Icebeam benutzt oder so, dann sollten wir eigentlich relativ Gucci sein. Oder Blizzard oder sowas. Ah, Ice Beam. Tanke Rizeros. Eh nicht. Wir haben keine Special Death und du bist effektiv auf uns. Damn. Nächstes Pokémon rufen. Indeed. Oh shit, unser Raichu ist immer noch weak. Sheila, komm mal raus. Ich überlasse dir die Ehre. Ich weiß, physische Attacken machen weniger Damage, aber wir gehen trotzdem mit Flackerbrand ran. Oh, es outspeedet uns. Damn, wir machen gar keinen Schaden mehr. Immerhin ist es verbrannt. Chip-Damage und so. Und dann benutzen wir Pulsier-Aura. Das sollte ein bisschen mehr Damage machen. Ist zwar nicht sehr effektiv, aber Reflektor ist schon ziemlich krass, Mann. Das macht auch keinen Damage. Oh, shit. Wir müssen eine Runde überleben. Schaffen wir es, noch einen Eisstrahl zu tanken? Ich gehe auf Nummer sicher und heile. Es geht nächste Runde eh am Burndown, von daher. Die Kampfzeit mit 5 Minuten ist aber echt großzügig gehalten. Ich meine, bei Pokémon wie Mewtwo, die Genesung haben, wahrscheinlich sogar Level 70 sind, viel aushalten und mit Genesung sich heilen, da könnte es ein großes Problem werden. Aber bei den Vögeln, naja. Das ist jetzt nicht so das größte Problem, sind wir mal ganz ehrlich. So, wir holen den zweiten Trainer zur Hilfe. Ist der an, der Joy-Con? Er ist an. Ey, ein Koop-Trainer kommt zur Hilfe. Gut, Beutel. Das ist der Beutel von dem hier.
keine Ahnung, was haben wir denn hier überhaupt? Himbeere, würde ich sagen. Ach, wir haben auch silberne Himbeeren. Einsetzen. Kann ich zwei Beeren füttern? Das habe ich beim letzten Mal schon ausprobiert. Irgendwie scheint das die Beeren wieder zu entfernen. Weil eben hatte das Ding, also das Pokémon-Bären-Symbol. Und als ich die zweite Beere dann gefüttert habe, ist das Bären-Symbol verschwunden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die zweite Beere, wie gesagt, die Beere wieder entfernt. Warum auch immer. Jetzt hat es gar kein Bärensymbol mehr. Auch nach dem Füttern. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass die Bären stacken. Ey, es war easy. Oh mein Gott, das war richtig chillig, Mann. Warum wir mit Lavados solche Probleme hatten. Vielleicht stacken die Bären wirklich und Bären machen einen großen Unterschied, haben wir schon öfter gemerkt. Diese Kotekel auf einem Bisaflor auf Level 58? Oder wer will das da lernen? Bisaflor lernt auf 58 Risikotekel? Hä? Waren die Entwickler high oder was? What the fuck? Und die zwei Bälle natürlich, die zwei Bälle, die wir geschmissen haben, die erhöhen die Fangchance halt auch deutlich. Sweet. So, dich brauchen wir nicht mehr. Weil hat man Bisaflor dabei gehabt. Ey! Yep, ist ziemlich hype, oder Evoli? Sweet, okay. Jetzt haben wir eigentlich alles, was wir hier drin haben wollten. Ich glaube auch, dass wir eigentlich so gut wie alles erkundet haben. Ich slipslide jetzt nochmal hier lang, einfach nur aus Neugierde und so. Ist ja ganz klar, aber... Ich glaube, das war's mehr oder weniger. Ah, hierfür braucht man den zweiten, damit man da unten noch langkommt, okay. Und was ist da unten noch? Hä? Das ist doch, da kommt man noch her, mehr oder weniger. Oder ist da oben noch eine Höhle, wo man durchschlüpfen kann, was ich mir nicht vorstellen kann. Das macht irgendwie keinen Sinn. Wofür braucht man da den zweiten? Ach, damit man da lang surfen kann, ohne jedes Mal da runter gezwungen zu werden. Ja wow, aber das bringt einem doch gar nichts. Man kann doch so oder so überall hin. Man muss doch nicht da lang surfen können. Das ist einfach nur ein Shortcut, den man sich damit selbst aufmachen kann für die Zukunft. Aber nichts, was irgendwie relevant ist, um... das Rätsel zu lösen. Damit kann man einfach nur straight rüber surfen, anstatt hinzugehen und den ganzen Weg außen rum zu rennen. Wow. Okay, nevermind. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß nicht mehr, wie ich da gerade hinkomme. Wenn ich komplett ehrlich mit euch sein soll. Hier vielleicht, hier hoch. Kann das es sein? Hier hoch. Oder war das der Ausgang? Nee, hier sind wir richtig. Hier sind wir richtig. Ja gut, ich meine, ich schieb den nochmal jetzt da runter, weil ist einfach so. Jump auch nochmal hinterher aus Neugierde. Whoop. So, jetzt ist hier nämlich die Dings auch weg, die Strömung auch weg. Jetzt haben wir hier die Abkürzung und so. Okay, aber das war's dann auch schon mehr oder weniger. Lol. Ja gut. Ja gut, dann war's das. Ey. Ups. 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 Hoch da. Ich glaube, wir haben jetzt auch alles gefangen, mehr oder weniger, was es hier in der Höhle zu finden gibt. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Rare-Encounter, aber mir würde gerade spontan auch ehrlich gesagt nicht einfallen, was es noch geben könnte. Ich glaube, wir haben wirklich alles. Bam, 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 bam. Und hier ist wieder der Ausgang. Sweet. So, die Trainer da oben... Auf der Route hier draußen. Keine Ahnung, ob ich die mir nochmal zur Brust nehme irgendwann. Irgendwann bestimmt, aber nicht jetzt. Das steht schon mal fest. Und was wir jetzt machen ist... Ja, streck dich. Let's go. Was wir jetzt machen ist, wir fliegen jetzt einmal zu Azuria City.
Badabam, badabadabam, badabam. Einmal mein Squad heilen. Kann ich schaden. Wir haben den ein oder anderen Eisbeam gefressen. So, perfekt. Und ich würde sagen, das war's für die heutige Episode. Wir haben das erfüllt, was wir machen wollten, beziehungsweise das erreicht, was wir machen wollten. Wir haben Arktos gefangen, die komplette Seeschauminsel erkundet. Und ich würde sagen, das war's für die heutige Episode. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, einen Daumen nach oben. Alternativ könnt ihr jederzeit zum Kanal abonnieren, damit ihr keine zukünftigen Videos mehr verpasst. Und in der nächsten Episode, Leute, ihr wisst, was ansteht. Deswegen sind wir in Azuria. Geht's durch Mewtwo's Cave. Aber ich wünsche euch noch einen restlichen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.